Heute versuche ich den steinigen grauen Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Ich bin der Callcenter-Crasher und ihr könnt mich auf diesem Weg begleiten, wenn ihr wollt. Ob ich mich auf diesem Weg verlaufen habe oder gar gestolpert bin, seht ihr in diesem heutigen Video. Als treuer Zuhörer wisst ihr ja, was jetzt kommt, nämlich das Intro. Und danach geht's direkt los. Viel Spaß dabei! Hallo? Schönen guten Tag, Herr Sigismund Röffelsburger am Apparat. Ja? Ja, hallo, mein Name ist Account Manager Michael Susin von Bitcoin Prime, automatischer Handel. Sie haben sich vor ein paar Minuten sich bei uns registriert, ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Ja, herzlich willkommen. Haben Sie schon Erfahrung oder ist das Neugebiet für Sie? Wenig Erfahrung. Also prinzipiell haben Sie hier die Möglichkeit, völlig automatisch zu handeln. Ne? Also die Software würde für Sie die Trades platzieren. Ja, und das ist so ein Algorithmus, weil halt die vorausgegangenen Trades analysiert und eine Prognose für die Zukunft erstellt. Ja, und wenn da ein starkes Signal entsteht, wird ein Trade platziert. Herr Röffelsburger. Und Bürger, Röffelsbürger. Röffelsbürger, ja. Tut mir leid. Und die Software betreibt auch Geldmanagement. Ne? Also die Trades werden so platziert, dass ihr Konto immer auf der Serienseite liegt. Auf der Seite? Ja. Was liegt? Nein, auf der Serienseite liegt. Also dass das Konto nicht gefährdet wird. Ja, verstehen Sie? Ach, Sie meinen sichere Seite. Sie sprechen sehr undeutlich. Sorry, tut mir leid. Tut mir leid, ne? Und Sie könnten also bei Interesse mit 250 Euro einsteigen. Herr Röffelsburger, wäre das interessant für Sie oder was ja, es kommt drauf an, was kann man denn bei Ihnen an Gewinn erwirtschaften? Ja, das hängt davon ab, was die Software leistet, ne? Aber prinzipiell... Ja, das müssen Sie ja wissen. Ja, also das... Ja? Nicht immer... Jederzeit hat die gleiche Leistung. Sie haben gerade eine Leitungsunterbrechung. Ich habe nichts verstanden. Können Sie es bitte mal wiederholen? Also, das ändert sich im Allgemeinen. Ne? Also, es kann ein Monat mehr werden, ein Monat kann es weniger werden. Also monatlich könnte Sie schon mit 30-40% rechnen. Ja, 30-40%. Ja, aber worum es mir geht, ist der durchschnittliche prozentuale Gewinn einer Firma. Das müssen Sie ja wissen als Trading-Unternehmen, weil das verlangt ja im Prinzip auch die Buchhaltung. Die kann das ja ausrechnen. Was für einen durchschnittlichen monatlichen Gewinn können Sie generieren? So um 30-40%, ja. 30-40%. Ja, exakt, ne? In der Richtung. Okay, und mit was kann ich bei Ihnen allem handeln? Mit allem, ne? Also mit Kryptowährungen, kennen Sie, Bitcoin und viele andere, ja. Dann mit Fiat-Währungen, ja, zum Beispiel Euro, Dollar, ja. Dann mit Waren, ne? Gold, Öl und dann mit Indizien, ne? DAX, Nasdaq. Ja. Ja, das sind die Basiswerte, ja, mit welchen Sie handeln können. Okay. Und man kann Ihnen bei Ihnen zum Beispiel auch Gold kaufen oder Kryptos, also richtig Coins. Ja. Nein, also Sie kaufen keine physikalischen Coins. Ne? Warum nicht? Sie handeln auf der Plattform, ne? Auf der Tradingsplattform. Ja, und man kann doch auf Trading-Plattformen auch Coins kaufen. Nein, das können Sie nicht auf einer Trading-Plattform kaufen. Bei Ihrer jetzt nicht. Bei Ihrer jetzt nicht. Grundsätzlich kann man das. Grundsätzlich. Kryptofirma kaufen. Ne? Ja, richtig. Zum Beispiel Binance, Kraken oder wie die alle heißen. Ne? Da können Sie Bitcoin kaufen, ne? Zum Beispiel. Also bei Ihnen nicht. Nein, bei uns nicht. Bei uns können Sie nur damit traden. Ne? Sagen wir, Sie kaufen Bitcoin, wenn es 18.000 Dollar ist, ne? Und verkaufen es, wenn es 28.000 Dollar ist, ne? In der Richtung. Das heißt, das ist ein reiner CFD-Handel.
CFD-Handel, exakt. Ja, warum sagen Sie das nicht gleich? Ja, ich habe das Ihnen gesagt, dass wir eine Handelsplattform sind. Ja, das heißt ja, Handelsplattform heißt ja nicht zwangsläufig CFD. Ach so, okay, dann ist es CFD-Handel, ne? Ah ja, klar, weil CFD ist ja nun höchst spekulativ, aber okay. Und auch Gold und so weiter, also man kann bei Ihnen nichts kaufen, kein Gold oder... Das ist rein spekulativ auf CFD, ja? Exakt, exakt. Ach so, okay. Herr Professor. Na gut, müssen wir sehen. Und welches war jetzt Ihre Plattform nochmal? Unsere Plattform heißt Greystone. Greystone, ah ja. Ja. Okay, gut. Und wo sitzt, ist der Hauptsitz dieser Plattform? Also wir haben verschiedene Büros, ne? Nein, das habe ich nicht gefragt. Ich habe nicht nach den Filialen gefragt, sondern der Hauptsitz, der rechtliche Sitz. USA. Greystone, ja, und warum rufen Sie dann, wo rufen Sie denn an? 4-1. Von wo aus rufen Sie denn da jetzt an? Aus der Schweiz. Wir haben andere Büros, ne? Ja, aber Sie müssen doch dann aus den USA anrufen. Okay, gut, dann können wir da ja mal gucken. Und Greystone, und wo sind Sie reguliert? Wir sind lizenziert, ja. Ich kann Ihnen die Lizenz zukommen lassen, ne? Ja, meine Frage ist, wo sind Sie lizenziert? Das ist schon zu viel. Hallo? 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 Ja, hören Sie mich? Hören Sie mich? Hallo? Ich höre Sie. Hören Sie mich? Ich höre, ja, sonst hätte ich ja nicht geantwortet. Ja, Herr Siegerbrecher? Wer ist denn da überhaupt? Das ist voll am Apparat. Ich rufe Sie vom Bitcoin, von der Registration, das Sie bei uns gemacht haben. Ja, und? Weil das hat ja nicht geklappt. Da kam eine Fehlermeldung. Was hat nicht geklappt, Herr Siegerbrecher? Da kam eine Fehlermeldung. Es gibt gar keine Fehlermeldung. Sie doch, haben am dritten Mal. Da kam eine Fehlermeldung, sage ich doch. Was für eine Fehlermeldung sehen Sie, Herr Siegerbrecher? Worüber reden Sie? Hallo, lassen Sie mich doch ausreden. Wenn Sie mich fragen, dann warten Sie ab, bis ich geantwortet habe. Ja. Bei der Registrierung kam eine Meldung, es ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es später nochmal. Nee, okay, also gibt es irgendeinen Fehler darüber, weil Sie haben alles richtig gemacht. Und weil ich jetzt die Kontaktdaten da sehe, melde ich mich bei Ihnen, um die Aktivation Ihres Kontos zu tun. Okay, Herr Siegerbrecher? Sie haben noch gar kein Konto, Sie haben nur eine Registration. Wenn Sie ein Konto haben möchten, dann sollen Sie einen Mindestbetrag bezahlen, 250 Euro. Ja, Herr Siegerbrecher? Ja gut, aber so ganz genau war das ja noch nicht ersichtlich. Wie geht denn das jetzt? Okay. Es geht so, also ich bin Ihr Ansprechpartner, ein Profi, ein Handelsexpert in der Firma, okay? Nach der Aktivation Ihres Kontos werden wir beginnen, zusammenzuarbeiten, Herr Siegerbrecher. Und werde ich natürlich anfangen, für Sie zu treten, um Ihr Kontostand Tag für Tag zu erhöhen, ja? Abhängig natürlich von dem Kapital, das was Sie bei uns haben, werden Sie anfangen, auch das Geld zu verdienen. Okay, Herr Siegelbrecher? Ja, das ist soweit klar. Aber da das okay, Fett... Ja, dann reden Sie mal weiter. Ja, Sie können die Überweisung als eine Online-Banküberweisung machen. Daher möchte ich fragen. Ja, was wollten Sie fragen? Haben Sie ein Online-Banking, Herr Siegerbrecher? Ich habe ein Bankkonto, ja. Okay, sehr, sehr schön. Dann, wenn Sie möchten, erstmal schicke ich Ihnen eine E-Mail. Ich sehe, dass Ihre E-Mail maximilian.siegerbrecher@ramenmail.de ist. Ist das korrekt? Das ist richtig, ja. Okay, ich schicke dorthin jetzt eine E-Mail mit all unseren Kontaktdaten, okay? Und wo Sie auch mein Name, meine Unterschrift, der Name unserer Firma und so weiter sehen werden. Auf dem Betreff aber schreibe ich die Bank
Daten, okay? Ja gut, aber erstmal möchte ich ja noch ein bisschen was wissen irgendwie. Natürlich, natürlich. Ja, gut. Stellen Sie bitte die Fragen, dass ich für Sie beantworten kann als Siegerbrecher. Ja, ich bin noch nicht auf meinem E-Mail-Konto. Ich muss gerade mal gucken, dass ich auf mein... Haben Sie die E-Mail schon geschickt, oder? Nee, ich wollte auch die zuerst. Sie haben gesagt, dass Sie gut. Fragen zum Stellen haben. Sie haben gesagt, Sie wollen Ihre Firma nennen, Ihre Plattform. Wie heißt die? Ich rufe Sie vom Greystone an, okay? Das ist der Name unserer Plattform und die Webseite. Und ja, also Sie haben schon, wie ich gesagt habe, das Konto, aber welches noch nicht aktiv ist, okay? Ja gut, können Sie mir die Webseite noch mal buchstabieren? Selbstverständlich, also www. Ja. Dann Georg. Ja. Reinhardt. Ja, buchstabieren Sie einfach. Anton, ich buchstabiere ja. Y. Ja, und weiter. Auf was warten Sie denn? Siegfried, Theodor, Otto, Nordpol, Emil. Punkt VC. Okay. Gut, sehr schön. VC, Viktor Cäsar. Genau. Okay, gut, sehr schön. So, dann schauen wir nochmal. Ich versuche mich gerade immer noch auf meine E-Mail einzuloggen. Ja. Aber irgendwie hängt das da so ein bisschen. Gut, okay. Augenblick, so. Gut, Greystone. Und wo sitzt Ihr Unternehmen? Also, wir haben zwei Branchen. Eine von denen in New York. Dann haben wir noch eine Branche in London. Und haben wir wieso eine Branche? Ich will nicht wissen, welche Branche Sie sind. Ich möchte wissen, von wo aus Sie anrufen, wo Ihr Sitz ist. Ihr rechtlicher Sitz. Herr Siegerbrecher, ich erkläre Ihnen. Okay? Ja, Sie erzählen mir irgendwas von Branchen. Ich brauche keine Branchen. Ich möchte den rechtlichen Sitz. Okay, warten Sie einen Moment. Sie haben eine Frage gestellt. Ich gebe Ihnen die Antwort. Warum unterbrechen Sie mich sofort und sagen, also ich gebe einen Bescheid über die Firma Ihnen. Wir sitzen auf England, aber wir haben eine Branche in New York, auch in England. Was ist eine Branche? Eine Niederlassung. Ah, warum sagen Sie dann nicht Niederlassung? Warum Branche, soll ich das? Weil Branche ist etwas ganz anderes. Nein, es ist nicht etwas ganz anderes. Entschuldigen Sie mich bitte, Herr Siegerbrecher, die Richtung der Unterhaltung und der Weg, wie Sie reden, finde ich nicht korrekt. Okay? Ja. Also erstmal. Und Sie meinen, Ihre Aussprache ist korrekt, wenn Sie Branche sagen und Niederlassung meinen, finden Sie, das ist korrekt? Ja, natürlich. Also, was meinen Sie? Haben wir sehr viele Branchen auf der ganzen weiten Welt? Nee, Sie meinen Niederlassungen. Es heißt Niederlassungen, nicht Branchen. Vielleicht wissen Sie das Wort nicht, okay, Herr? Doch, ich kenne das Wort. Okay, dann kennen Sie das nicht korrekt. Ich habe Sie sprechen schlecht Deutsch und ich kenne kein deutsches Wort. Das ist nicht schlecht. Okay, sollen Sie vielleicht eine Meinung gucken, um zu sehen, ob es stimmt oder nicht. Okay? Eine Meinung gucken? Ja. Was ist eine Meinung gucken? Herr Siegerbrecher, einen schönen Tag und ich lösche Ihre Daten vom System. Okay? Ja, wunderschön, Betrügerchen. Ja, genau. Ja, schöner Betrüger. Reingefallen. Hallo? Hallo. Hallo. Herr Röffelsbürger? Wer bitte? Ist das Sigismund Röffelsbürger? Ja. Wie geht's Ihnen, Polder am Apparat? Herr Röffelsbürger, Sie hatten bei uns eine Registration gemacht bei ETF Nachrichten über Bitcoin und die Kryptowährungen online zu traden. Und ich versuchte Sie zu erreichen, um darüber ein bisschen uns zu unterhalten. Ja, Herr Röffelsbürger, ich bin ein Senior-Kontoverwalter, ein Handelsexpert und auch ein Analytiker da und möchte ein bisschen Bescheid sagen, damit Sie wissen, wie wir das Geld verdienen nach der Aktivation Ihres Kontos. Ja, Herr Röffelsbürger.
Und natürlich freut es mich sehr, mit einer Zusammenarbeit zu beginnen, ja? Ja. Sehr schön. Herr Röffelsbürger, also der Mindestbetrag einzusteigen ist 250 Euro. Nachdem Sie Ihr Konto, wenn Sie möchten, mit einem Mindestbetrag, wenn Sie möchten, können Sie auch mehr einzahlen, aktiviert haben, dann werde ich mit Ihnen einen Termin ausmachen, damit ich Ihnen erkläre und Bescheid sage, wie wir treten und wie wir das Geld für Sie verdienen. Okay? Das sind über die Kryptowährungen, die Währungspaare, die Rohstoffe, die Indizes und die Aktien, die wir treten. Ich mache eine Analyse zuerst, um zu sehen, dass welche Anlage gut ist, um ein gutes Profit zu machen. Und dann öffne die Positionen. Und dann beginnen wir, Ihr Kontostand zusammen zu erhöhen. Okay, Herr Rüffelsbürger? Ja, nochmal eine Frage. Wann hatte ich mich denn da angemeldet? Weil das Moment, ist ja nun... bitte, das ja. Lassen Sie mich zu gucken, um Ihnen ein richtiges Datum zu sagen. Das war am 9. Mai. Also vor ungefähr eineinhalb Monat, dass Sie Ihre Kontaktdaten bei uns gelassen haben. Ich sehe auch Ihre E-Mail-Adresse, das ist sigismund.röffelsburger@rahmenmail.de. Ja? Ja. Okay. Haben Sie irgendeine Erfahrung, Herr Röffelsburger, oder ist das zum ersten Mal für Sie? Nee, so ein klein wenig Erfahrung habe ich tatsächlich. Was für eine wenig Erfahrung haben Sie? Ich habe ein klein wenig Erfahrung, habe ich gesagt. Kein wenig, entschuldigen Sie mich bitte. Okay, sind Sie berufstätig, Herr Röffelsbürger? Ja, natürlich, aber erzählen Sie doch erstmal was über Ihre Firma. Natürlich, natürlich, Herr Röffelsbürger. Der Name unserer Firma ist Greystone, okay? Das ist www.greystone.vc. Ich schicke jetzt Ihnen eine E-Mail mit allen unseren Kontaktdaten, die Sie das gerne sehen können. Wir sind eine regulierte Firma, auch haben eine Lizenz. Wir sind in der Industrie 7 Jahre und wir haben natürlich verschiedene Senior-Kontoverwalter innerhalb der Firma. Wir haben Filialen auf der ganzen weiten Welt, in New York, in London, in den europäischen Ländern, in der Schweiz. Und haben weltweit Kunden. Ja. Was wir real machen, ist auf unserer Plattform, dass wir die Plattform vom New York Stock Exchange gemietet haben, öffnen wir die Positionen, die Trade. Ich habe ein Team von 25 Analytiker, Herr Röffelsbürger, und morgens bis 13 Uhr bin ich immer in der Sitzung für die Analysen des Tages. Und dann öffne ich die Trade für meine Kunden. Ich mache auch eine Schulung für die Kunden, die ein Interesse haben, das Traden zu lernen. Also wenn sie selbst allein traden möchten, dann lehre ich ihnen, wie eine richtige fundamentale und technische Analyse zu machen, wie das Geld- und das Risikomanagement zu machen. Dann können sie mit der Erfahrung und die Kenntnisse und sehr viele Übungen, die wir zusammen machen werden, gerne auf die Plattform selbst gehen und dort die Positionen auch öffnen. Okay? Wie wir arbeiten, abhängig von verschiedenen Kontotypen und abhängig vom Kapital, das unsere Kunden haben, mache ich die Trade. Ja? Manchmal 4-5 Trade am Tag, manchmal 10 Trade am Tag, manchmal 1 Trade am Tag. Und mein Durchschnitt der Trade sind ungefähr 80% der Referenzbürger. Das bedeutet, wenn ich ein 10 Trader mache, dann 7, 8, manchmal 9 verdiene ich davon und erhöhe ich Ihr Kontostand. Abhängig von Ihrer freien Zeit können wir auch tägliche Unterhaltungen machen, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, wie Sie wollen. Und können wir über den Verlauf Ihres Kontos gerne miteinander reden, Herr Röffelsbürger. Und dann ja, beginnen wir zu profitieren, okay? Ja. Dann, wenn Sie möchten, haben Sie ein Online-Banking, Herr Röffelsbürger? Ja, aber ich möchte mir gerne nochmal Ihre Seite angucken, weil die sagt mir so gar nichts. Wie heißt Ihre Seite nochmal, dass ich da nochmal nachgucken kann? Natürlich, das ist www. Ja. Greystone. Greystone.
buchstabiere ich für Sie, wenn Sie möchten. Ja. Einen Moment. Also, ich werde auch eine E-Mail schicken. Dort sehen Sie meine Unterschrift und alle die Daten von unserer Firma. Einen Moment, bitte lassen Sie mich die E-Mail schreiben. Hallo, Herr Röffelsbürger. Hallo, haben Sie mich nicht verstanden? Ja? Ich möchte gerne erstmal Ihre Webseite sehen. Buchstabieren Sie doch jetzt endlich die Webseite. Natürlich, www.georg. Ja. Reinhard. Ja. Anton. Ja. Y. Ja. Siegfried. Ja. Theodor. Ja. Otto. Ja. Nordpol. Ja. Emil. Ja. Punkt VC. Vogel Cäsar. Mhm. Okay, gut. Dann habe ich das ja schon mal. Natürlich. So, dann. Sind Sie vor dem Rechner? Ich bin auf dem Rechner, ja. Okay. So. Ich habe auch eine E-Mail geschrieben. Bitte sehen Sie unten unsere Firmendaten. Ich habe die E-Mail an Sie geschickt. Okay? Ja, an welche E-Mail-Adresse haben Sie genau? Ich glaube, da war mal ein Schreibfehler. Es steht da sigismund.röffelsbürger@rahmenmail.de. Augenblick. Ich glaube, da war ein Schreibfehler. Sigismund.röffelsbürger. Ich glaube, da war der Fehler. Sigismund. Punkt. Und jetzt buchstabieren Sie mal bitte genau. Okay, Reinhard. Ja. Otto. Emil. Frankreich. Emil. Lili. Siegfried. Brigitte. Ursula. Emil. Reinhard. Georg. Emil. Reinhard. Ja. @rahmenmail.de. Okay. So, dann. So, also haben Sie die Mail schon geschickt? Weil ich habe hier noch keine bekommen. Ja, schon geschickt. Ein paar Minuten sogar gewesen, dass ich geschickt habe. Gucken Sie bitte auf die Spam-Folder oder erneuern Sie bitte, aktualisieren Sie Ihre E-Mail. Das sollen Sie erhalten haben. Nee, ist bis jetzt noch nicht da. Im Inbox sind Sie? Haben Sie auch auf Spam geguckt? Ja. Schicke ich nochmal. Einen Moment bitte. Ich bereite die E-Mail jetzt. Auf den Betreff schreibe ich unsere Unterhaltung. Schreibe da Hallo, Herr Röffelsbürger. Steht da Bürger oder Burger? Burger, also. Ja, Brigitte Ursula Emil. Okay. Bitte. Ursula Emil. Ja, Reinhard, Georg Emil Reinhard. Ah ja, ich glaube, da ist der Fehler. Es heißt Burger und nicht Bürger, also ohne Emil. Ah, ohne Emil? Ja. Ah, okay, dann mache ich da eine Korrektur. Also Sigismund.Röffelsbürger ohne Emil. Burger, ja. Nicht Bürger, Burger. Burger, okay. Dann schreibe ich, hallo Herr Röffelsbürger, bitte sehen Sie unten unsere Firmendaten. Okay? Ja. Liebe Grüße. Ich habe nochmal gesendet. Jetzt kontrollieren Sie bitte. Sollen Sie das gleich erhalten haben? So. Jetzt habe ich was erhalten. Okay, sehr schön. So. Herr Davis. Genau. Richtig, gut. Sehr schön. So, prima.
So, ja, und Ihre Firma ist, weil der Name, die Firma sagt mir aber gar nichts. Also auf Ihrer Webseite war ich offensichtlich noch nicht. Weil Sie können gerne auf unsere Webseite gehen und auch einloggen, weil seine Registration gemacht hat. Ja, erstmal möchte ich ein bisschen was über Ihre Firma wissen, bevor ich mich einlogge. Was bieten Sie denn an? Was bieten Sie an? Bieten Sie auch Aktien an? Okay, eine sehr, sehr schöne Frage. Wir bieten 5 verschiedene Vermögenswerte an. Okay? Das sind die erstens Kryptowährungen. Also mit dem Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dash können wir traden. Dann haben wir die Währungspaare. Das sind Euro gegen US-Dollar, Euro gegen Schweizer Franken oder japanischen Yen und so weiter. Dann haben wir die Rohstoffe. Das sind Gold, Silber, Kaffee, Kupfer. Haben wir dann Indizes. Das ist DAX 30. Dann in Frankreich haben sie CAC 50. In der USA S&P 500, Dow Jones. So. Und dann haben wir die Stocks, die Aktien. Facebook, Google, Amazon, Apple, Netflix, Mercedes, BMW, Volkswagen. Haben wir sehr, sehr viele verschiedene Instrumente, wie zum Beispiel 3000 unter den 5 verschiedenen Anlagen, die wir in einem täglichen Basis mit diesen Instrumenten nach der Analyse die Trade öffnen. Okay? Mhm. Ja, Aktien. Aktien würde mich eventuell interessieren. Es ist, Herr Röffelsburger, es ist nicht, ich soll was sagen, okay? Es ist nicht wie zum Beispiel, wenn wir von Facebook in 3 Monaten 30% Erhöhung warten, dass sie die Aktien von Facebook kaufen und 3 Monaten warten. Wenn Facebook steigt, dann ihr Geld steigt. Wenn Facebook fällt, dann ihr Geld fällt. Das ist nicht so. Wir machen Trade, okay? Das erkläre ich gerne. Die Trade sind kurzfristige Trade und langfristige Trade. Wir machen eine Analyse und im Laufe des Tages öffnen wir Positionen, okay? Weil im Laufe des Tages im Wert, in der Firma von den Aktien oder die anderen Anlagen gibt es eine Volatilität. Um 2 Uhr kann es 10% steigen, aber um 15 Uhr kann es 15% fallen. Was machen wir? Wir machen eine Analyse. Von der Steigung öffnen wir eine Position, eine kurzfristige Position. Dann nach einer Stunde, nachdem wir ein gutes Gewinn gemacht haben, schließen wir die Position und machen wir ein Profit. Auch ganz zum Gegenteil, wenn wir in der Analyse sehen, dass Facebook fallen wird und eine Prognose machen, und sehen 20% zwischen 3 und 5 Uhr fallen wird, okay? Dann machen wir eine Verkaufsposition mit Facebook auf der Plattform. Es fällt und weil wir eine Verkaufsposition gemacht haben, verdienen wir das Geld und dann schließen wir die Position. Machen wir natürlich auch die langfristige Trade. Wie zum Beispiel, eine Analyse haben wir heute gemacht und von Euro-USD sagen wir, in einem Monat erwarten wir 30% Steigung. Wenn wir 10.000 Euro für diese Trade einsetzen und warten als eine langfristige Position, um 30% zu verdienen, nachdem wir zu dieser Summe erreicht haben, schließen wir die Position und 3.000 Euro wird sofort auf das Konto gebucht. Okay? Also das ist Trade. Nicht nur die Aktien kaufen und warten, ob es steigen oder fallen wird, aber sondern von der Trade verdienen wir das Geld. Ja, das sind die kurzfristige und die langfristige Trade. Okay, Herr Röffelsburger, verstanden oder haben Sie irgendeine Frage? Ja, schon, aber ich wollte doch Aktien kaufen. Das können wir gerne machen. Also das, was wir machen, ist sowieso kaufen und verkaufen. Nee, ich möchte sie halten. Ich möchte sie nicht verkaufen. Also machen Sie nur CFD-Handel? Nein, die Aktien können wir auch kaufen. Also wenn wir wie zum Beispiel sehen, dass Tesla, ein sehr, sehr gutes Instrument, in der Zukunft, dass wir 40% Steigung erwarten, wir können eine Investition in Tesla machen. Okay? Wenn wir 10.000 Euro investieren und in 3 Monaten 40% zurückhaben, dann haben wir 14.000 Euro auf unser Konto in 3 Monaten. Ja?
Also das können wir auch tun. Traden und in die Aktien eine Investition zu machen. Ja, Herr Röffelsmöger? Ja, ich, wie gesagt, ich möchte nicht traden, ich möchte gerne Aktien halten. Langfristig. Okay, dann können wir gerne die Aktien langfristig halten, wie es für Sie lieber ist. Aber ja, wir machen da auch die Empfehlungen für unsere Kunden, um ein Geld zu verdienen mit den verschiedenen Diversifikationsmethoden. Ja, aber wenn Sie nur Aktien kaufen und halten möchten, das können wir auch gerne tun. Ja, Herr Röffelsmüger. Ja gut, das würde mich interessieren. Wie sieht es denn bei Ihnen aus mit dem Ageo? Mit welcher Anlage haben Sie gesagt? Mit dem Ageo. Wie können Sie das buchstabieren, bitte? A-G-I-O. A-G-I-O. Das haben wir nicht unter unseren Instrumenten. Ageo. Wissen Sie, was Ageo ist? Nein, das weiß ich nicht, Herr Röffelsmüger. Wie? Ich denke, Sie sind Finanzfachmann. Da müssen Sie doch wissen, was ein Ageo ist. Sie sagen Anton, Georg, Ingrid, Otto. Ja? Ja. Nein, mit dem Ageo treten wir nicht. Das haben das wir ist nicht kein Trade. Sie wissen noch nicht mal, was ein Ageo ist? Das ist ein ganz geläufiger Begriff aus der Finanzdienstleistung, aus dem Finanzmarkt. Okay, also von Medikamenten und sagen Sie, nicht von den Pharmaceuticals. Ich habe nichts von Medikamenten gesagt. Verstehen Sie überhaupt Deutsch? Sie wissen nicht, was ein Ageo ist? Okay, also schon sehr seltsam. Wie geht denn Ihre Firma mit dem FOMO-Syndrom um? Herr Röffelsmüger, ich möchte was sagen, okay? Wir haben, es ist nicht komisch, das, was Sie sagen. Wir haben auf unserer Plattform 3000 verschiedene Aktien, okay? Das hat doch beides nichts mit Aktien zu tun. Einen Moment hören Sie mich bitte. Wir haben in unserer Plattform 3000 verschiedene Instrumente. Okay? Wir machen eine Analyse. Wenn wir sehen, dass eine Anlage ein gutes Profit haben wird, dann kaufen wir diese Aktien. Ja? In den letzten Zeiten haben wir mit Ageo nie ein Geschäft gemacht. Okay? Und das, wenn wir das nicht in unserer Plattform haben, ist es, dass wir das nicht verfolgen. Das bedeutet nicht, dass Sie von den anderen Aktien, dass wir in unserer Plattform haben, kein Geld verdienen werden. Okay, Herr Röffelsmüger? Deswegen, wenn Sie mir etwas sagen, das mache ich zuerst eine Kontrolle, ob wir das in unserer Plattform haben oder nicht. Wenn Sie mir Facebook sagen, das haben wir. Wenn Sie uns Visa-Karte sagen, das haben wir auch. Okay? Wenn Sie mir Pfizer sagen, das haben wir auch. Oder wenn Sie mir Caterpillar sagen, wir können auch ein Aktien von Caterpillar kaufen. Oder Bank of America, oder Wells Fargo, oder JP Morgan, oder Citibank, oder McDonald's, oder Coca-Cola. Okay? Es gibt unendliche Firmen in der Börse. Nicht alle die Firmen können wir in unserer Plattform haben. Ja, Herr Röffelsmüger. Sind Sie jetzt fertig? Ja. Es gibt keine Aktien über Ageo. Sie wissen als Finanzfachmann nicht, was ein Ageo ist? Sie wissen nicht mal, was ein Ageo ist? Okay, als Finanzfachmann, wie Sie gesagt haben, habe ich Bescheid über die anderen Aktien. Es ist gar keine Aktie. Sie wissen ja nicht mal, was ein Ageo ist. Sie wollen ein Finanzmacht. Nein! Sie wissen, was ist denn ein Ageo? Sie erklären mir bitte, Herr Röffelsmüger, wenn Sie so über Ageo reden möchten. Das ist sozusagen ein Aufgeld, was man beim Kauf von Aktien bezahlt. Das hat nichts mit der Aktie selber zu tun. Okay, dann wissen Sie ja sicherlich, was FOMO ist. Warum ist es, dass Sie mit mir mit diesen Wörtern
Jetzt werden Sie aber langsam nervös, oder? Ich bin nicht nervös. Also ich brauche auch nicht nervös zu werden. Ja, schon, offensichtlich schon. Es ist offensichtlich, lassen Sie mich einfach mal ausreden. Sie wissen nicht, was ein Agio ist, Sie wissen nicht, was FOMO ist. Was wissen Sie überhaupt? Ja. Sie wollen ein Finanzdienstleister sein? Sie haben doch gar keine Ahnung vom Finanzmarkt. Und das finden Sie richtig, mir so etwas zu sagen? Natürlich, wenn Sie die Begriffe, Sie dürfen nicht ausreden. Prima. Ausreden. Betrüger. Ja. Hey, Betrüger, was ist los, Betrüger? So, fertig.